Deswegen kriege ich das gerade nicht hin. Zumindest hoffe ich, dass es daran liegt, weil sonst kann ich mir das nicht wirklich anders erklären. So. Assassinenbüro. Wir müssen ins Assassinenbüro. Na, wo ist das? So, wie steht es mit der Zeit? Ja. Ich glaube, ich mache da auch mal so langsam Schluss. Und, ja, so mit... Hallo. Mit dem Abschluss der ersten Mission. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und haut rein. Und man sieht sich, man hört sich noch irgendwann demnächst. Oh, ich muss ja anonym werden. Also, bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Assassin's Creed. Meinem Let's Play. Ich werde hier gerade gejagt. Und ich sehe nicht, wo ich mich verstecken kann. Da. Oh nein. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ah, nö. Ah. Ach, komm halt her. Okay. So, zack. Jetzt komm. Einfach sterben. Komm, los, 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 los. Hey. Was machst du da? Das finde ich nicht okay. Los. Hey. Boah. Hallo, du nervst. Komm. Oh, bist du hartnäckig. So. Ah, das war ein Templer, Tatsache. 61. So. Das Büro habe ich natürlich komplett verfehlt. Ja, hier ist es. Hui. Hui. Jetzt berichten wir mal unsere freudige Botschaft. Hui. Dem Fächer, wie es mir heißt. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Tja. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen... Rafik, genau. Die Feder. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Ja, so ein paar. Telefon für aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut. Gut, das war's eigentlich. Also zumindest vorher in Damaskus. Achso, ja. Und jetzt, BAM! Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob das eine neue Erinnerung ist oder eine neue Sequenz. Naja. Auf jeden Fall. Ach ja, genau, genau, genau. Erstmal raus. Wir brauchen eine Pause. Was ist los, Doc? Miss Sturman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Nett, ne? Die alte Lucy. Die Lucy? Hallo, Lucy! Hallo. Magst du nicht mit mir reden? Oh, das ist aber ein cooles iPad. So, mich kümmert immer noch die Sache mit dem Schlüssel. Ich konnte das irgendwie... Ah, ich habe vergessen, wie das ging. Mit dem Passwort. Nicht mit dem Schlüssel, mit dem Passwort. Naja. Na gut. Ich glaube, ich konnte ihn irgendwann mal mopsen, aber ich habe vergessen, wann oder wo. Oder hier muss irgendwas rumliegen. Na, ah. Verraten Sie mir, wer Ihnen den Stock in den Hintern geschoben hat. Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Hm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Dum dum dum. Ja, die alte Lucy. Da ist sie. Oh, hey, ich wusste gar nicht, dass es hier ging. Die sieht da sehr unfassbar echt aus. Abstergo-E-Mail-Netzwerk. Ihr Stift. Ah. Legen Sie sich auf meinen Schreibtisch. Können Sie sich das ändern lassen? Danke. Warren, habe heute wieder Ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Da hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, die Animus ins Laufen zu bringen. Danke. Ja, ja. Vertrauliche Emotionen.
Ja, das ist mir schon zu viel. Aber hier, genau, das Stift war es. Das ist sehr interessant. Sie sagten eben etwas von Enten wie Layla? Was meinten Sie damit? Nichts, zurück in Ihre Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Mein Gott, wie blöd. Okay. Ausgang gelöscht. Hm. Interessant. Haben wir noch ein bisschen rumgeschnüffelt. Der Stift liegt aber scheinbar nicht mehr hier rum. Sonst hätte ich mir den schnappen können. Also, irgendwie, ich muss jetzt darauf achten, dass ich irgendwie mal irgendwann mal den Stift kriege. Ich habe echt vergessen, was das war. Das war aber, das stimmt, das war wirklich ein Stift. Ein Stift! Ich muss Stifte klauen! Aber ich glaube, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Deswegen, stolzieren wir jetzt frohen Gemüts. Frohen Gemüts, ne? Hier, ganz frohes Gemüt. In unser Kämmerchen. Ich glaube, oder? Ja. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Oh, ein Tagebuch. Ne, da lege ich mich ins Bett. Kann ich hier was machen? Ne, doch. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Oh. So. Können wir Hände waschen? Könnte ich mal Hände waschen? Können wir duschen? Auf Klo gehen? Auch kein Klo-Geh-Bonus. Aber immerhin gibt's ein Klo. So. Ich glaube, es ist Zeit zum Schlafen. Zum Schlafen? Schlafi, Schlafi! Tschüss, Desmond! Wow, was war das? Der nächste Morgen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Der schläft aber echt ungemütlich, der Typ. In Schuhen! Wie kann man in Schuhen auf dem Bett schlafen? Ah, macht ihr sowas auch? Ich mach sowas nicht. Ich kann mal nur. In Schuhen! Und Straßenklamotten! Mit Klamotten, mit denen man draußen rumrennt! Ah. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Ja. Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch optimistisch. Tausend Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Da ist der Stift. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja. Lucy! Hallo, Lucy. Also hier kann ich nichts mehr machen, ne? Na gut. Sagen wir Lucy, hallo. Hallo, Lucy. Hallo. Hallo? Muss ich hin? Wo muss ich hin? Bitte ja. Zurücklegen. Gerne doch. Mit meinem mit größtem Vergnügen. So. Ja. Das DNA-Gedächtnis. Die haben es verlesen. Die DNA-Gedächtnis-Zeitleiste. Wie auch immer. Ja, also hier sind wir irgendwie durch, mehr oder weniger. Ich habe jetzt ein paar Sachen aufgelassen. Ah, nein. Ja, ja. Halt's Maul. Ich hab's ja Erinnerung 3. Sequenz 3, Abschnitt 3, ist ja okay. Ich war nur am Reden. Aber man muss mich ja immer unterbrechen. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Wenn das mal weitergehen würde. Dankeschön. Sind wir auch schon. Ihr habt euch bewährt, Alter, ihr. Weiter. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Samir schien euch gut zu kennen.
Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Wie ihr nett von Ihnen, Al-Mualim. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Yay! Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Warum fliegen die Vögel durch das Glas? Das habe ich nicht gehört, aber auf jeden Fall in zwei Städte, Jerusalem, noch irgendwas. Yeah! Mein Kurzschwert. Konterkill, ja, da ist es. Ah, endlich. So, dann machen wir das mal. Tü-tü-tü. Ja, jetzt hier. Alter, ja. Meine Schüler verstehen nicht gar nicht, ihn dünkt es, ihn dünkt es. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja. Konterkill, mein Lieblingsangriff. Der ist so wunderbar bequem. Ich zeige. Also. Ja, F. So, dann. So, und dann zack. Bam. Und. Pow, 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 pow. Ich, pow, pow. Nee, also Konter ist wirklich unfassbar praktisch. Vor allem, wenn man ganz viele Gegner um einen herum hat. Und, ja. Hui, zack. Oh ja, ihr habt's verstanden. Ich kann's jetzt. Wunderbar, ich bin sehr glücklich. Endlich kann ich anständig Assassin's Creed spielen. So. Tutorial verlassen, ja. Ja, Tutorial beenden. So, und los geht's! Auf eine neue Mission! Ich hab ehrlich überhört, welche Städte das waren. Das waren aber, Jerusalem und noch irgendwas. Mal sehen. Erstmal müssen wir raus aus der Stadt hier. Wie cool, dass sich abrollt. Und sich dabei nicht einmal verletzt. Ja, das könnt ihr nicht, Leute. Ich bin Assassine! Ich bin so unauffällig! Warte mal, kann ich hier irgendwie Shortcut? Oh ja. Okay. Warum renne ich denn den Weg entlang? Ha, so geht's doch auch. Gut. Haben wir gleich noch ein bisschen Zeit gespart. Ist das nicht toll? So. Zu den Stadttoren. Leute, ich habe nicht verstanden, warum die Assassinen so blöd rennen. Weil Ezio rennen mindestens genauso bescheuert. So. Ja. Also ja, wie ihr seht, mit hier abgeschlossenen Missionen kriegen wir mehr Fähigkeiten, mehr Waffen und nach holen wir uns also den Rang wieder, den wir ganz, ganz zu Beginn des Spiels hatten, als Altair ganz egoistisch und doof war und dem Credo nicht gefolgt ist. Aber im Laufe der Zeit wird er sich ja mal bessern und bla bla, etc. pp. Schnulz, Schnulz, Kitsch, Kitsch, Träum. Etc. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Oh, danke! Elektronische Computerstimme. Das wusste ich jetzt nicht! So, mal sehen, wo wir hinreiten. Wir haben... Ah, genau. Masjav. Akkon. Akkon war das, genau. Akkon, Tatsache. Akkon, Jerusalem, Damaskus, was ja auf alle in vier verschiedenen Himmelsrichtungen. Gut, was nehmen wir denn? Akkon oder Jerusalem? Machen wir mal. Welche fand ich denn? Akkon war so ganz düster, wenn ich mich recht erinnere. Das war recht dunkler gewesen. Wohingegen irgendwie Damaskus so total, so, einfach nur so von der Farbpalette, sagen wir es mal so, recht gelb, orange, braun war. Und recht hell ist Akkon total dunkel und düster. Jerusalem, das heißt Jerusalem. Ja, fahren wir mal nach Akkon. Fahren. Reiten!
reiten wir wie der Wind. Dann lasse ich Jerusalem als letztes oder so, vorletztes oder sowas. Wow, 1400 Entfernungseinheiten. Wie auch immer. Ja, wir reiten geschwind und irgendwie werde ich gar nicht verfolgt dieses Mal. Komisch. Ich bin mindestens genauso auffällig wie vorher. Naja. So. Habe ich das Gefühl, rennt er langsamer. Uah. Oh nein, einen Augenblick. Ich kriege eine SMS. So, da bin ich wieder. Natürlich werde ich mal dann gestört, wenn ich gerade am Let's Play bin und nicht irgendwie die 1000 Stunden vorher, die ich hier rumsitze. Ah, natürlich. Die mussten mich ja sehen. Ist das ein Aussichtsturm? Ja. Oh nein, die haben mich gesehen. Na gut. Machen wir die schnell tot und dann mache ich den Teil mal zu Ende. Ah, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hallo, aufhören, aufhören. So, ein paar Konterangriffe, zack. So, einer weg, zweiter weg. Hier ist noch zwei. Na, na, wer von euch, wer von euch? Oh, der lebt ja doch noch. So, zack. Bam, Busch. Wunderbar. Auf das Blut spritzt. Ah, ist das nicht wunderschön? So, komm her. Du Templer ist ein Templer, oder? Nee, oder ist es einfach nur so einer wie immer? Hui, hallo, 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 hallo. Ach, egal. Gut, oh, das Pferd rennt mir nach, wie süß. Also Leute, ich mache dann mal an dieser Stelle Schluss und man sieht sich dann beim nächsten Teil von Assassin's Creed. Ja, bis später.